Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, genau, Let's Play FIFA 17, 18 Karriere. Wir sind wieder da. Und wir stoppen mal die Simulation. Wir haben gerade scheinbar irgendwie Länderspielpause oder sowas. Kann das? Ich glaube ja. Zumindest haben wir gerade keine Spiele. Wir machen hier mal ein paar Übungen nochmal rein. Er hier auf jeden Fall, den müssen wir weiter fördern. Der macht super Spiele tatsächlich momentan. Der verhält sich klasse auf dem Feld. Hat ja auch dieses goldene Tor gegen, gegen Dings geschossen hier. Gegen VfR Aalen. Davor auch schon ein Doppelpack, also der ist scheinbar so langsam angekommen hier in der dritten Liga. Gefällt mir sehr gut. Oh, Fair kann auch wieder mitmachen. Ja, moin. Dann darf der gleich mal ein bisschen trainieren hier. Dribbling-Ballbesitz, gönnen wir ihm mal. Huch. So, wen haben wir hier noch? Mittelfeldspieler Henning auf jeden Fall. Das ist die Zukunft dieses Vereins, dieser Spieler. Wen haben wir noch im Mittelfeld? Evsev ist auch immer leider noch verletzt. Ja komm, ihn hier. Der ja tatsächlich normal auch ein Innenverteidiger ist, sehe ich gerade. Oh, okay. Ja, da müssen wir mal gucken. Ob man den nicht vielleicht sogar tatsächlich dann wieder ins Mittelfeld, in die Innenverteidigung packt. Weil das ist ja eigentlich kein Rechtsaußenverteidiger, ne? Das ist gerade doch richtig gesehen. Aber der kann aber auch rechts spielen, alles klar. Und er kann auch links spielen und er hier ist total links. Und er? Nur Innenverteidigung, okay. Joa. Belassen wir das aber mal bei dem. Warte mal, eigentlich, wie gesagt, Fair ist wieder fit. Den würde ich eigentlich schon gerne spielen lassen, weil das halt eigentlich der Typ ist da momentan. So. Busiane nehmen wir natürlich mit. Was war ihn hier für zu Hause? So. Und da würde ich auf jeden Fall auch gerne noch Benjamina und Adais gerne mal von Anfang an spielen lassen, weil der momentan einfach... Der macht's einfach momentan. Der macht momentan einfach die Buden. Den kann man ruhig mal von Anfang an spielen lassen, glaube ich. Ich denke, das ist ganz gut. So. Okay. Ja, wann haben wir denn mal wieder ein Spielchen hier? Gar nicht, oder was? Gibt's nicht mehr dritte Liga abgeschafft? Ah, hier, gegen... Oh, gegen Karlsruhe Jena. Ja, Heidewitzka. Ja, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Fair ist wieder fit, das freut mich. Es regnet natürlich wieder. Natürlich. Ich hätte so nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Es ist ja nur noch am Regnen. Ah, ist egal. Ist egal. Es macht nichts. Ist egal. Oh, was ist das denn hier? Ja, zack. Neue Dribbling-Parcours hier, oder was? Scheiße, das war nicht gut. Ja, mal durch. Mal durch. Moin. Okay. Leck mich. So. Ja, unter Tosend im Schauer. Geht's ins Spiel. 23. Maja. Gegen Karlsruhe Jena. Hat auch eine gewisse Tradition der Verein, muss man sagen. Aber kommt da unten aus Liga 3 auch nicht mehr hoch, leider. Die fangen hier aber ganz schön stürmisch an, die Herrschaften. So, guck mal hier. Unser Superstar. Kriegt gleich mal da unten ein Bällchen. Alter! Wenn der reingeht. Knatter ich mich selbst. Ich sag dir das. Zieh statt Höschen runter, dann geht's los. Ja. Ah. So, pass auf. Günther Schmidt. Ne, kriegt den Ball nicht und da unten kriegt Fair. Oh. Ich lieb den Jungen. Oh, ich wollte mit der Hacke nochmal ablegen. Schade. Das ist gleich eine ganz andere Spieldynamik, wenn der Fair wieder spielt, ne?
Henning? Komm. Oh. Ja, ne? Kann man doch mal machen, oder nicht? Also. Henning, sehr schön gesehen. Klasse Doppelpass. Oh! Wenn der da durchkommt, ne? Wenn der da durchkommt. Spitze. Bischof hilft dahin so ein bisschen als Libero mit aus. Schön. Und fair. Oh nein. Der Schuss war ein bisschen low, muss ich sagen. Müssen nur durch die... Ah, da ist! Alter, nein! Oh, Riesenchance. Wir müssen nur so ein bisschen durch die Defensivmauer da hinten von... Jena kommen. Und dann läuft der Schinken, glaube ich. Aber die kontern gut. Die kontern sehr gut. Günther Schmidt. Torwart hat ihn. Torwart hat ihn. Alles gut. Krass. Oh. Guck mal hier, Alibas. Oh, viel Platz. Und wenn man ihm den Platz gibt, dann macht er den. Und zwar eiskalt. Der kennt da gar nichts. Hier. Zack. Vorbei. Rum. Rein da Dingen. Da ist mit dem nicht zu spaßen, nicht? Da kennt er nichts. EZ Live, EZ. Stark. Boah, ist das schön. Oh, Wusu? Ich dachte, wir kommen. Jo. Nein, ich wollte ihn und. Ah, ich wollte ihn so, weißt du? Ah. Schön vorbeischieben, so, weißt du? Nee, ist nicht noch da. Okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und das ist schön gemacht von Holthaus. Das war ein regulärer Körpereinsatz, Freunde. Na, Deau. Alibas. Okay, war doch Handspiel, alles klar. Es sah schon sehr verdächtig aus, tatsächlich. Ja, okay. Das müssen wir dann so hinnehmen, ne? Das müssen wir dann so... Das müssen wir so akzeptieren. Wie gesagt, er hat auch die Arme ziemlich zusammengemacht, um den Ball zu kontrollieren. Das geht natürlich nicht. Ich weiß nicht, gibt es ja auch gelbe Karte für Handspiel eigentlich? Glaub nicht, ne? Was ich schade finde, ist, dass es die Schwalben-Taste nicht mehr gibt. Wobei, nee, warte mal, wobei, die war bei PS, ne? Warte mal, jetzt haben wir erstmal ein anderes Problem. Nämlich das 1:1 von Jena. Und diese Torwart-KI hier wieder, guck mal. Er ist lieber damit beschäftigt, aufzustehen, wie weiter nach dem Ball zu fighten. Es ist manchmal irgendwie... Hm. Wie gesagt, ich fand die Schwalben-Geschichte fand ich bei PS immer ziemlich cool. Das hat zwar nie funktioniert, ne, aber ganz lustig war das trotzdem. Oh! Der Bischof. Gepriesen sei der Herr. Der Bischof hat getroffen. Guck mal, das war ein schönes Tor. Ja, ausstehen lassen, pam, und dann einfach. Das brauchst du. So einen brauchst du. Am Mauri Bischof, so ein Stehaufmännchen einfach, weißt du? Schön. Einer mit Haare auf den Zähne. Naja, was ich so cool fand bei PS bei dieser Schwalbe, ich meine, das hat nie funktioniert, aber wie geil wäre das denn bitte für den Offline-Modus hier?
wenn es da auch so Schwalben gäbe. Nur für offline, ne? Nicht online, logischerweise. Das wäre ein bisschen hässlich, glaube ich. Dass man die vielleicht auch wirklich machen kann, dass die vielleicht auch wirklich funktionieren. Gut, ich meine, dafür bräuchte man eine Schiedsrichter-KI, die halt wirklich sich auch täuschen lässt. Fair. Oh nein, abgefälscht. Weiß ich, so eine Schwalbenfunktion im Karrieremodus wäre schon irgendwie lustig. Adibas. Oi. Wir schießen dem Keeper ordentlich was um die Ohren. Ah, da ist Adibas. Oh. Ja, Entschuldigung. Er müsste ich gerade mal husten. Henning. Nein. Schön zurückgefaltet. Bischof gewinnt dabei den Ball oder liegt einer verletzt? Interessiert die eigene Mitspieler relativ wenig schon mal, oder? Was ist mit dem? Geht wieder, sagt er. Ei, ei, ei. So, Bischof. Klasse gemacht. Oh, Owusu. War aber auch wieder super gespielt. Wieder war Bischof involviert. Also wir haben momentan wirklich starkes Mittelfeld. Mit Henning, mit Bischof. Aber ich weiß gar nicht gegen... Wen haben wir denn da noch im Mittelfeld? Heftiger Ball auf Adibas. Und der kommt auch noch ran. Wahnsinn. Oh. Schade. Nein. Alter Schwede. Ah, das war schon gut. Das war schon sehr gut. Richtig schöne... Schöne zurückgekommen. Schöne zurückgekommen. Ich war... Keine Ahnung. Weiß nicht, was da labert. Auf jeden Fall sind wir gut nach dem 1-1 zurückgekommen. Und haben es ja gar nicht unerkriegen lassen. Gucken hier, zack. Bischof. Und da oben mal Fair, der holt sich das Ding wunderbar. Stark. Ja. Stark gemacht. Alter. Oh, man kann so geil mit dem dribbeln. Ich sag ja, das ist wie so ein Depay. Ein Memphis Depay. Nur ein bisschen schlechter noch. Aber dribblingsmäßig ist der top. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, den noch ziemlich lange zu halten. Nein! Ja, das sollten wir versuchen, weil der ist wirklich gut. Der hat ja schon fast, also, wird sich hier große Töne oder sowas spucken, aber der hat ja schon fast Erstliga-Potenzial hier. Der ist wirklich top, also. Mal gucken, dass wir den ein bisschen besser im Abschluss hinkriegen. Das wäre super. Oh. Gut, irgendwann ist dann halt auch der Torwart da, ne? Das ist so. Warte mal. Nein. Nein. Ja, ich muss, da müssen wir ran. Zack, Sturm. Was denn? Oh, Schiri, bitte. Löbans Rüben. Sören Eismann um jetzt. Ja, das war kein Foul. Günther Schmidt macht das. Es war definitiv kein Foul.
Oh, da ist jemand verletzt. Hab ich gerade gesehen. Fair macht das klasse. Wer ist da verletzt? Von unseren Spielern? Nein! Ah, da ist schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Wir bringen mal einen Gu Evodo. Und Fair spielt auch das erste Mal seit langem wieder, deswegen kriegt er jetzt auch mal ein Päuschen. Kann Busi ja näher eigentlich auch in der Mitte spielen? Nee. Okay. So. Let's go! Da ist er. Schön gemacht. Holthaus. Bischof! Ui. Alibas. Boah. Holthaus macht das super. Komm, geh, geh, geh. Ganz viel Platz. Boah. Nein! Eieiei. Günther Schmidt. Oh, ganz einfach vorbeigelegt. Das ist viel zu einfach. Alter! Was ist bei denen los? Hä? War da ein Schuss? Was war das denn? Bischof, hier. Drei Stationen, zack. Adibas. Oh mein Gott. Der macht den fast selbst rein. Alter. Zack. Die kommt gut. Nicht gut genug, ne? Nicht gut genug. Oh mein Gott. Thiele. Schön. Holthaus war das. Der kann es auf beiden Seiten, ne? Nein. Jetzt fällt er natürlich hinten. Wieder Thiele. Leck mich. Ich meine, die sind vielleicht nicht die schnellsten und auch nicht die technisch versiertesten. Aber man muss wirklich sagen, Respekt, die schaffen es da vorne, sich mit kleinen Handgriffen viel Platz zu erspielen. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist wirklich top. Schön. Oh mein Gott. Ja, ich hatte so ein bisschen auf dem... LOL. Ich hatte so ein bisschen auf den Dings gehofft, auf dem Rebound vielleicht. Hier auch wieder. Mit kleinen Bewegungen. Schaffen die es da echt? Sehr, sehr gut sogar. Sich den nötigen Raum zu erspielen. Um einen Torschuss zu probieren, also... Nicht schlecht. Die haben wir es drauf, du. Das muss ein Ballgewinn werden, Jungs. Das gibt's gar nicht. Das ist ein Foul. Ein ziemlich dummes noch obendrein. Alter. Schön. Ah, ich dachte, es klappt vielleicht wieder. Ich glaube, nochmal lassen die sich so nicht abkochen. Zwei Stationen mäßig. Schönes Bällchen. Oh, Digga. Schön. Opfer. Guckt er mal ganz genau hin, ne? So, wir bringen Vanevic für Uwusu. Einfach mal so ein bisschen. Oh, weiß ja, ne? Wir lassen ihnen doch wieder sehr viel Platz hier. Sehr gut. Hoher, langer, weiter Ball auf Busian. Der ist gut. Wenn die ein bisschen weiterkommen würden, ne? Wie er dann ihm abprallt. Boing Flip. Achtung, Achtung. Super aufgepasst von Holthaus.
82. Minute. Wir sind auf Kurs. Mehr möchte ich nicht sagen. Gut ist das Spiel nicht von uns. Oh ja. Oh nein. Oh ja, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, das Foul kam ein bisschen spät vom Freund. Abgefälscht gibt tatsächlich nochmal Eckball. Und die gelbe für Hüssing. Für Olli. Olli! Oh. Vorsicht, der kommt kurz. Das ist kein Foul. Da ist ein Einwurf für uns. Das war super verteidigt, auch wenn die Variante sehr fragwürdig war. Alter Schwede. Harakiri da hinten bei Rostock. Und das jetzt geht's gerade so weiter. So. Vanovic. Boah. Also. Okay. Ja, der ist schnell. Gibt's nicht. Warum? Warum schieße ich nicht einfach? Warum schieße ich nicht einfach? Super von Holthaus. Oh, der Abwehr war Katastrophe. Uiuiui. Ui, 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 ui. Das ist gar nicht gut. Oh, was? Was ist denn los? Das wird so bestraft werden, ich weiß es. Es muss eigentlich bestraft werden. Eckball nochmal. Ist das Katastrophe verteidigt da gerade? Hier auch wieder. Kein Abseits. Irgendeiner hat geschlafen in der Mitte. Boah, zum Glück ist das vorbei. Oh, ist das ein unverdienter Sonnenschein? Ist das ein unverdienter Sieg? Eieiei. Also gegen Ende hin, Carl Zeiss Jena, echt Respekt. Die zweite Halbzeit hat total denen gehört. Wir haben es überhaupt nicht hingekriegt, da mal so ein paar Entlastungsangriffe zu fahren. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Am Ende haben wir mit Glück 2-1 gewonnen, aber das war keine gute Leistung. Das war keine gute Leistung. Alter Schwede. Ja, wichtig, dass wir gewonnen haben, denn Wien Wiesbaden und Aalen haben auch wieder gewonnen. Man kennt sie ja, ne? Die sind ja auch nur im Gewinn ständig. Und das nächste Spiel geht dann gegen VfL Osnabrück, liebe Freunde. Das gibt's dann morgen. Freue ich mich drauf. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Freunde. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und tschüss.